Ja, herzlich willkommen zu einem neuen First Play mit einem Spiel, wo mir ganz anders zumute wird, wenn ich daran denke. Es geht um Dark Souls. Ich hoffe, ich hab's genau. Dark Souls, der Vorgänger Demon Souls, der ist ja in aller Munde gewesen oder ist es immer noch. Soll ja eins der schwersten Spiele überhaupt sein und nichts für schwache Nerven. Ja, der Nachfolger, der soll jetzt nicht direkt an die Story des ersten Teils anknüpfen, aufgrund von irgendwelchen lizenztechnischen Gründen. Aber es soll im Endeffekt, ja, ein würdiger, inoffizieller Nachfolger, kann man quasi sagen, sein. Den Vorgänger habe ich nie gespielt und bin jetzt gespannt, ob ich das Ganze jetzt hier auch aushalte, ob das was für mich ist, denn normalerweise, ich habe es ja gerne lieber etwas einfacher, nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer. Ich spiele auch meistens immer auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, gebe ich auch gut und gerne zu. Und dann wollen wir mal schauen, was mich jetzt hier erwartet. Ich bin gespannt, ich gehe ganz jungfräulich an den Ganzen dran. Und ja, gehen wir auf OK. Und dann schauen wir mal, ob ich jetzt eine Stunde lang auch aushalte mit dem Spiel. Normalerweise mache ich ja meistens mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, aber hier dachte ich mir mal, okay, eine Stunde gebe ich dem Ganzen mal. Es, denke ich mal, fängt auch ein bisschen leicht an wahrscheinlich und wird reingeführt und dann wird sich zeigen, was ich hier alles geboten bekomme. So, da passen wir mal die Helligkeit an, bis die Flamme sichtbar und der Drache unsichtbar ist. Ja. Bin ich gerade doof? Wie soll ich denn... Okay. Ja, irgendwie konnte ich jetzt zwar gerade nicht die Helligkeit einstellen, aber... Okay, das lassen wir jetzt alles mal auf Standard. Das sollte uns nicht weiter beschäftigen. Gut, jetzt können wir unseren Charakter anfertigen. Ja, geben wir mal einen Charakternamen ein. Was fällt mir da so spontan ein? Wir nennen ihn einfach Heinrich. Wie soll das anders sein? Typischer deutscher Name. Heinrich. So. Ja, natürlich männlich. Ein männlicher Heinrich. Klasse. Ja. Gut, ich möchte mich jetzt eigentlich nicht großartig in den Charaktermenü aufhalten, obwohl ich da eigentlich schon gerne immer sehr viel Zeit verbringe, aber ich bin immer ganz klassisch und langweilig den Ritter, glaube ich. Den Krieger, oder? Hm. Hattengeneral. Ja, es verführt mich doch schon ein bisschen, jetzt mal erstmal durchzuschauen, was ich eigentlich mit den ganzen hier machen kann. Ah, komm. Nehme ich einfach mal ganz langweilig den Krieger. Ich weiß, werden wahrscheinlich den wenigsten nehmen, aber... Mal schauen. Komme ich bestimmt auch gut weit mit. Ja, eine Gabe. Tödlicher als Standard. Halt jegliche Verletzung. Ja, das klingt doch schon mal gut. Verletzung heilen ist immer gut. Gerade jetzt bei so einem Spiel, was ja jetzt... soll ja vor allen Dingen so noch ein bisschen schwerer sein als der erste Teil. Ja. Kräftig. Kräftig sieht schon ziemlich... gespenstisch. Ja. Nochmal. Ach, das sieht doch lustig aus. Katharina. Ja. Nehmen wir einfach mal. Schöne Frisur. Ja, jetzt haben wir einen Charakter mit etwas weiblichen Zügen. Den kann man auch nicht richtig ernst nehmen, aber... Ja. Ja, komm. Kurze Haare. Und dunkelrote Haare. Oh gut, jetzt sieht man das ganz. Nehmen wir jetzt erstmal. Gut, man kann das glaube ich jetzt noch weiter da anpassen, aber nehmen wir das einfach mal. Ja. Soll ja eigentlich nur zu Demonstrationszwecken zählen, aber. Gut. Und jetzt wird man langsam in die Story eingeleitet. Mit deutschem Untertitel. Ich hoffe auch, dass der Controller hier noch nicht den Geist aufgibt zwischendurch, denn... Oh, was ist das denn für eine Kreatur?
Denn, ja, die sind nur noch zwei Striche beim Akku. Ich habe jetzt auch keine Ersatzbatterien da. Aber ich denke mal, ich hoffe es einfach, dass der Controller nicht in einer Stunde den Geist aufgibt und es durchhält. Wollen wir uns eigentlich das hier anschauen? Weil ich passe eigentlich eh bei so und solchen Sachen, wenn ich so ein Video mache, eigentlich eh selten auf, richtig? Schauen wir mal, ob wir das... War schon nett gemacht. Können wir überspringen mit der Starttaste, okay. Denn ich bin ja schon sehr gespannt darauf, ob es wirklich so extrem krass schwer ist, als man es immer sagt. Und ich hoffe, ich kriege jetzt erstmal anfänglich ein bisschen Welpenschutz. Ja, in diesem Kerker sind wahrscheinlich die ganzen Spieler eingesperrt worden, die es nicht geschafft haben, den Vorgänger durchzuspielen. Oder daran verreckt sind. Und jetzt diejenigen, die den Vorgänger noch nicht gespielt haben, kriegen jetzt mit Dark Souls ihre Chance, sich als würdig zu erweisen quasi. Ja, ist ja irgendwie wie bei vielen Rollenspielen, man wacht einfach irgendwo auf, weiß eigentlich nicht, was los ist und ja, da muss man erstmal schauen und erfahren, wer man ist. Und hier wird es wahrscheinlich genauso sein. Und das, nehme ich mal an, ist eine Seele, denn soweit ich informiert bin, ist die einzige Währung in dem Spiel halt Seelen. Wo man Sachen dann verbessern kann, kaufen kann. Plündern wir mal jetzt die Leiche. Haben wir gleich direkt den Schlüssel bekommen. Wie praktisch, da hat uns der Kerl da oben geholfen. Ach, jetzt habe ich sofort gerade irgendwas genommen. Zum Heilen. Muss ja erstmal ein bisschen mit der Steuerung hier vertraut werden. Okay, ich habe hier nur so ein... Ja, ein Schwert ist es ja nicht direkt. Das ist einfach nur ein Stück von Schwert. Ein Viertel davon oder so. So, was haben wir da unten? Ah, okay. Davon habe ich auch gehört, das ist ja so eine Funktion, wenn man mit Xbox Live, also jetzt ist es die Xbox 360 Version, aber wenn man halt online mit dem Spiel verbunden ist, man kann nämlich hier Nachrichten hinterlassen. Also andere Spieler, jeder Spieler kann Nachrichten lassen und andere können diese lesen. Kann nützlich sein, um Hilfestellung zu bekommen, aber man kann natürlich damit auch irgendwie Leute ins Verderben rennen lassen. Man könnte ja an einer Stelle eine gemeine Nachricht schreiben und sagen, okay, geh jetzt bitte da lang. Aber im Endeffekt muss man dann jagen. Aber ich glaube jetzt, diese Nachrichten am Anfang, die sind jetzt nicht von Spielern, sondern die sind jetzt als Tutorial gedacht. Ich frage mich gerade, was stand jetzt gerade? Stand da gerade, wie ich jetzt Schere angreife? An den Schild habe ich auch noch nicht. Weil Deckung soll ja auch wohl sehr nützlich sein. Hilfreich in dem Spiel. Für die Zielfixierung. Gut, da haben wir schon den ersten Gegner. Der sich gar nicht bewegt. Es wäre ja, ich meine, auch wenn das Teil jetzt hier hässlich aussieht, ein bisschen gemein, wenn ich einfach drauf einschlage, aber ich glaube, ich muss es einfach. Und kann er doch stehen. So. Gut. Wie kann ich denn hier rennen? Ach so, ich war gerade im Wasser, also das rennt automatisch. Ja. Gehen wir einfach mal hoch.
Und schon aus dem Kacke raus. Am Leuchtfeuerrasten regenerieren. Leuchtfeuer entzünden. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich bei so einem schweren Spiel sofort so schnell einen Erfolg kriege. Aber vielleicht ist das auch der einzige, den ich jetzt erstmal sehen werde. Das kann ich rasten, es wirkt so, als wenn ich dort speichern könnte oder so. Ja, das Tor sieht doch schon sehr einladend aus. Ist jetzt grafisch nicht das Bombast-Spiel, wie man es vielleicht jetzt gerade sieht. Okay. Wie bitte? Ach du lieber... Fuck. Alter! Renn doch! Wie kann ich denn hier rennen? Jo, not klar. Das ist doch jetzt hier ein Scherz, oder? Ja, der Witzka. Und da soll ich jetzt mit meinem kleinen Furzschwert dort gegen ihn antreten. Bin ich jetzt hier? Ich bin hier wieder am Anfang. Also. Heul doch nicht rum hier. So, die wehren sich ja nicht. Aber was soll das denn? Ich habe ja gerade mal eben 5 oder 10 Minuten gespielt und schon komme ich durch ein Tor und dort ist eine Kreatur, die ich jetzt nicht näher identifizieren kann. Habe ich jetzt auch nicht viel Zeit mit verschwendet, mir das jetzt anzuschauen. Den habe ich doch vorhin schon. Also wenn das jetzt so weitergeht, dann werden wir vielleicht... Werdet ihr jetzt vielleicht nicht mehr sehen als das, was ihr bislang gesehen habt, sondern alles... Ja, und täglich grüßt das Murmeltier, ne? Nach dem Motto. Oder gibt's hier noch einen anderen Weg? Aber vielleicht sollte ich hier einfach erstmal rasten. Verlassen? Nee, verlassen will ich nicht. Das ist doch kein Speicherpunkt. Ja, nee, jetzt muss ich schon wieder dadurch. Aber ich kann doch nicht... Gegenstände... Ausrüstung. Ja, toll. Vollständige Regeneration der Statuswerte. Teleport zum Leuchtfeuer. Phantom verbannen. Nach Hause zurückkehren. Okay. Ja, kann ich jetzt alles noch gar nicht mit anfangen. Ich dachte, ich hätte vielleicht auch noch ein besseres Schwert oder so. Ich will jetzt hier raus, so. Ich kann ja... Oh, nee. Aber ich denke mal nicht, dass ich jetzt gegen den jetzt kämpfen muss. Vielleicht muss ich einfach nur... Da vorne ist ein Hinweis. Weg hier! Vielleicht muss ich einfach nur wieder zurück nach draußen. Zurück. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Was ist das? Oh, okay. Da kann ich dann das aufheben, was ich vorhin verloren habe. Alter. Das kann doch jetzt hier echt nicht wahr sein. Renn. Alter, wie lahm ist der? Geh doch. Boah, komm bitte, ey. Durch die Tür. Ja. Wie? Nein, nicht verschlossen. Hier ist noch ein... Ah. Gott sei Dank. Da guckst du was. Kommst du nicht durch, hä? Boah, Alter. Ja, jetzt kann ich, glaube ich, schon... Wie war das gewesen? Genau.